Nichts überstürzen. Geld allein macht auch nicht glücklich. Red keinen so einen Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist St. Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Klar ist das immer noch dieselbe Drecksgegend, Vito. Du warst ja nur ein paar Jahre weg. Das braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnickel. Was soll man machen? Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Wir haben jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist ja auch scheißegal. Oh, verdammt, ist er toll. Worüber machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Sag mal, was ist eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen Gegend. Du flüsterst mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. Tja, jetzt darf ich wenigstens wieder ein bisschen reden. Oder der fängt sich gleich wieder an zu labern. Also, komm mal. Boah, bist du ein Navi oder was? So, dann holen wir uns jetzt erstmal die Karre. Der Spasti läuft uns direkt vor die Karre. Was blöd ist. Und ich bin ganz viel Dreck unter meinem Auto, ey. Das ist ja wow, zum Kotzen. Ich hab ganz vergessen, wie schick's hier ist. Weißt du was? Irgendwann kaufe ich mir hier was. Noch kein Tag zurück und schon ist ihm sein altes Viertel nicht mehr gut genug. Hey, nur die Ruhe, man wird ja noch träumen dürfen. Die Gegend hier kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Lust auf Shampoos? Aber die Kohle reicht nur für Bier. Aber Kopf hoch, das werden wir schnell ändern. So. Dann laufen wir weiter und ich kann einfach nicht richtig viel reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich finde Mafia einfach mal ein relativ tolles Spiel, wo man halt ein bisschen Freiheit hat. Ich finde die Story auch eigentlich ganz gut. Und halt, das Schusssystem finde ich ganz nett. Dieses Third Person mit Deckung finde ich mal extrem geil. Wir haben eine Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nichts wie weg. Wenn es sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn es Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sieh es einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Na dann. Schnappen wir uns den Wagen. So, klettern können wir ja wie der Experte, wir waren bei der Army. Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Hey, hey. Au! Oh, scheiße. Ja, erst schlagen, dann fragen, ne? Am besten in Fragen und während du fragst, sofort auf die Fresse hauen. Komm her! Ha? 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 Willst du kassieren? Der will kassieren, glaube ich. Auf die Fresse! So. Dann stellen wir uns mal die Karre. Hey! Hey, was machst du da, du Wichser? Boah, aber nett sind sie ja auch hier. Unglaublich. Hä? Wow, 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 hey, hey! Hey, ruhig! Wow! Beruhig dich mal! Ah, oh, verdammt. Ich war bei der Army! Ich hab mehr Menschen umgebracht, als du es hier tun wirst. Jetzt bist du fällig. Na komm her, komm her. Na komm. Solche Wichser. Wow, wow, hey, hey. Boah, wie nervig. So, knacken wir die ganze Karre mal. Und jetzt los geht's. Und wir haben die Schwarzen am Hals. Ist ja toll. Die Polizei müsste sich jetzt eigentlich um die Typen kümmern. Aber passiert. Na, diese Mission ist einfach so einfach. Ich denke schon zu einfach für alles. Naja. Da-da-da-da. Oh ja. Was für ein angenehmes Spiel. Ich muss wieder wie so nicht durch die Gegend fahren. Und das ist es, was mich aufregt. Ich muss halt die ganze Zeit wie so ein Spasti durch die Gegend fahren. Die ganze Zeit.
Das Einzige, was mich in diesem Spiel extrem nervt, ich finde diese Passage, wo man viel schießen kann und so ganz geil, aber dieses beschissene Hin- und Herfahren kotzt mich extrem an. So, komm schon. Die Musik ist natürlich auch extrem toll. So. Komm. Ich muss sagen, Vito ist auch sehr interessiert an dieser ganzen Gangsterwelt. Ich muss sagen, der im ersten Teil der Charakter, ich habe jetzt schon vergessen, wie er heißt, dem war das ja alles noch ein bisschen ungeheuer. So, aber hier, Vito, der ist ja richtig scharf auf dieses ganze Gedöns. Ich frage mich, wie das gekommen ist. Wahrscheinlich einfach schlechter Einfluss. Durch halt Joe. Aber was soll's, dafür haben wir eine tolle Zeit. So. Swift! Naja. Wie ihr seht, wir fahren halt die ganze Zeit lang ewige Strecken. Und das ist das, was mich ankostet. Ups! Ah! Oh! Da, 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 da. Ja, und driften! Bam! Ist ja nicht so, als ob wir den nicht ein bisschen kaputt machen könnten. Als ob mich jemand interessiert. Oh, Highspeed Drift! Bam! Das letzte Stück war auch rückwärts. So, fahren wir das letzte Stück mal rückwärts, einfach nur aus Langeweile. Einfach weil ich es. Oh! Aua! Aber ein bisschen Scheiße machen. So, komm schon. Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Na dann. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. So. Den Wagen werden wir aber nicht schrotten. Weil das mein Wagen ist und ich möchte meine Wagen nicht gerne schrotten. Ich habe zwar noch viel in der Garage stehen durch diese hier in der Rectures Cut. Habe ich halt die ganzen Zusatzwagen auch, aber ich will ja trotzdem diesen Wagen nicht unbedingt zerschrotten. So. Schon. Ich hatte auch mal in einem bestimmten Zeitraum immer richtig heftige Waffenarsenale gesammelt. Ich hatte sehr viele Waffen immer gehabt. Das fand du ich auch solltest den Highway cool. Nehmen, Vito. Ja, was ich sollte und was ich tue, ist was anderes. Na, aber in diesem Fall tue ich es mal. Hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Naja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Willkommen, Little Italy. Also, naja. Was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl.
Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Na dann. Was für nette Menschen du auch kennst, Joe. Das ist unglaublich. Und ich habe noch keinen Unfall gebaut. Ich bin total begeistert. Normalerweise baue ich die ständig Unfälle. So. Hey, kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, ja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war, hm? In der Garage. Okay, park mal den Wagen in der Garage. Schön geparkt. Beeil dich mal, Joe. Ich hab... Ach Gott. Ich hab die ewig Zeit. Schön, dass du jetzt vor mir drin warst. Was total komisch ist. Naja. Gucken, ob die alte Spanner-Oma wieder hier oben rumhängt. Weil die hängt ja immer überall rum. Anscheinend nicht. Na dann. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. So. Hauen wir uns mal ein bisschen was zu essen rein. Hunger, komm schon. Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Na, ah, ein Sandwich. Lecker, lecker, lecker. Und trink mal doch was. Komm schon. So. Und pennen. Hier ist ja super schön. Hier kann man ja super geil drauf pennen. Bitte ich. So ein Drecksteil, ey. Naja. Naja, aber ans Telefon gehen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Das heißt, ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Und bis dahin, ciao!